Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video. Ich muss jetzt nur mal hier den Karton mir vorbereiten, weil ich die Devolo-Sachen jetzt in den Karton wieder reinpacken werde fürs große Final-Video. Wir werden uns aber erstmal das Smart Home hier angucken. Also, vom Optischen her finde ich jetzt nicht wirklich einen Unterschied zum Smart Home und dem neuen DLAN-Adapter, nur dass wir hier unten einen USB haben und ein LAN-Kabel. Der LAN-Kabel ist praktisch da, da kommt euer Router rein, ja, damit ihr praktisch das Smart Home Control am Internet habt, damit ihr das von unterwegs alles stellen könnt. Habt ihr natürlich DLAN, braucht ihr diesen Kabel nicht. Wenn ihr DLAN habt, könnt ihr diese Dose irgendwo im Haushalt ranmachen. Und dann funktioniert die über DLAN, also praktisch Internet über die Steckdose. Ich weiß nicht, ob dieser hier dann auch noch funktioniert. Das wäre natürlich geil, wenn der dann nicht als Eingang, sondern als Ausgang funktionieren würde. Da hätten wir hier zwei Sachen in einem, praktisch Basisstation und auch gleichzeitig einen Repeater. Das ist dieses. Dann haben wir die Steckdose, die sieht jetzt nicht großartig aus, aber also ist nicht neu. Wir haben hier einen Schalter, da können wir sie, denke ich mal, an- und abschalten. Da steht Devolo auch drauf, ist sehr sauber, sehr gut verarbeitet. Diese Steckdose, auch wenn sie größer als normale ist, hat halt diesen Vorteil, dass wir sie separat an- und abschalten können. Wir können sie über die App an- und abschalten, über eine Fernbedienung, die wir uns einprogrammieren können. Von Devolo können wir sie an- und abschalten. Und im Smart Home Control, also in dieser Station, finden wir diese ja auch wieder, weil die kommunizieren ja miteinander. Und die misst, wie viel Strom rein, wie viel Strom raus. Also die misst wirklich alles schön durch. Ja, also ist nicht nur zum An- und Ausschalten gedacht, wir können auch den Stromverbrauch von unserem Smart Center, also was wir alles haben an Geräten angeschlossen haben, können wir denn sehen. Dann haben wir einen dicken LAN-Kabel, den werde ich jetzt nicht auspacken, weil wir den auch nicht brauchen. Den werde ich dann gleich mit einpacken. Werden wir gleich mal machen. Nicht, dass ich hier wieder die Hälfte vergesse. Machen wir das einfach mal hier wieder rein und den LAN-Kabel rein, die Aufkleber rein. Und dann haben wir hier zwei Sachen, die jetzt nicht den Bewegungssensor, sondern den Türöffnungssensor angeht. Wir haben hier auch nochmal, na komm, geht das hier auf, sieht aus, als wenn es aufgeht. Ich habe wieder Angst, dass ich hier was kaputt mache, aber rein theoretisch müssten wir da rankommen, weil irgendwo müssen wir ja auch die Batterien wechseln. Ich bin also ein Grobmotoriker. Ich habe da immer, ach so, das braucht man nur, das geht nicht kaputt. Braucht man keine Angst haben, einfach so. Muss man doch irgendwie die Batterien wechseln können. Dafür ist es doch, denke ich mal, gedacht. Also die geht auch wieder vernünftig zu. Ich habe auch jetzt wieder eher den Schiss, dass ich hier irgendwas kaputt mache, weil darauf habe ich jetzt echt keinen Just, da irgendwas kaputt zu machen. Aber rein theoretisch müsste das ja aufgehen, weil man muss ja irgendwie auch mal die Batterien wechseln können. Aber ich gehe mal auf Nummer sicher. Da die Anleitung hier mal super erklärt ist von Devolo mit Seriennummern und Produktbeschreibung, und da haben wir doch. So, LED-Rot-Sensor. Magnet, also der Magnet, der ist hier dran. Ja, der ist jetzt nicht gerade magnetisch, weil die Plaste drumherum ist. Werden wir jetzt uns einfach mal hier selbst. Ja. Na, ist da nicht.
So, das ist der Magnet. Ein bisschen magnetisch ist er, merke ich. Aber nicht doll. Ich denke mal, das ist auch Absicht. Das soll nur so ein schwacher Magnetstrom sein, dass man merkt, wenn es unterbrochen ist, wie bei der E-Zigarette, denke ich mal. Hier ist die Kerbe. So kommt es dann. Demonstrationstaste. So, Aufkleber rauf. Auf das Ding auch Aufkleber rauf. Es ist wirklich sehr, sehr gut erklärt. Umgehäuse von oben nach unten 2-3 zu entriegeln. Aha. Aha. So. Okay. Also der sagt, ich muss hier drauf drücken. So. Dann das ist zum Entriegeln, so. So, und dann der sagt, hier ist irgendwie noch ab da, wo die Kerben sind, hier. Hier sagt er, soll ich drücken. Dann kann ich den Häuseschacht hier, vielleicht klappt es besser, wenn es angeklebt ist. Nach oben, ja, der sagt nach oben. So. Also das ist jetzt hier komplett befreit. Also ist definitiv hier an der Seite noch befestigt irgendwo. Und da sagt er eigentlich, ich soll hier zusammendrücken. Das ist bestimmt wieder Vorführeffekt hier bei mir. Ah, jetzt. Gehe mit dem Fingernagel ein bisschen rum. Ah, hier, so. Boah, das ist ein Akt hier. Hier sind nämlich, werde ich euch mal zeigen, hier sind, da, wartet mal, seht ihr das vielleicht? Da ist ein Plastiknippel und hier ist ein Plastiknippel. Mal gucken, seht ihr das? Da und da. Und da haben wir hier so eine dicke Batterie drin. Und die macht Kontakt oder nicht Kontakt. Hier haben wir dann noch so eine Feder dran. Ich denke mal, die wird auch gleichzeitig als Temperaturfühler mit benutzt. Ja, aber es ist wirklich, seht ihr, es ist ganz einfach.
wenn man den Dreh raus hat, geht es relativ schnell auf und zu. Unten, und wenn er wieder zumacht, einfach den Oberdeckel so machen. Das muss nämlich hier unten einrasten. Oder? So. Dann einmal zudrücken. So. Und auch an der Seite nochmal gucken, ob hier wirklich alle zu ist. Ja, ist zu. Und das war's schon. Also können wir die Akkus dann wechseln. Also einfach oben locker machen und dann am besten mit dem Fingernagel hier so leicht rinnen, damit sich hier diese beiden Plastiknippe lösen und auf der Seite genauso. Kriegt man eigentlich gut hin. So, und dann haben wir hier noch den Sensor. Das werden wir dann alles testen, wenn wir das große Anschlussvideo machen. Vielleicht mache ich auch schon vorher mal ein Video, wo ich dann das große Anschlussvideo halt schon mal das Starter-Set einzeln mir vornehmen oder so. Ich weiß es noch nicht. So, dann werde ich das hier schon mal alles wieder wegpacken. Das soll es auch für heute jetzt erstmal gewesen sein. Wir sehen uns morgen wieder und da nehmen wir uns dann den Rauchmelder vor. Da bin ich schon sehr neugierig drauf. Bis dahin, da werden wir auch ein Hardware-Video machen und einen Hardware-Check, den werde ich dann mal testen mit Dampfgeräten. Und dann werden wir mal gucken, was passiert. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.